Ich darf bitten, die Sprecherin für Medien, Kreativwirtschaft und digitale Infrastruktur der Bundesfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, Tabea Rössner. Herzlich willkommen. Und wir haben noch jemand dabei, und zwar ist das Dr. Florian Kerkau. Er ist Geschäftsführer bei Gold Media Custom Research. Bitte schön. Wo soll ich denn hin? Wo Sie möchten. Ich setze mich. Sie können sich neben die Franzi ruhig setzen. Oder auch, ja. Haben wir die Frauenrunde hier und die Männerrunde? Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Aber ich glaube, die Fronten werden anders verlaufen, wenn es überhaupt Fronten gibt. Nein, ich glaube, es gibt gar keine Fronten. Ja, wir haben eine neue Generation, die ein komplett anderes Medienverhalten haben, wie wir gerade von Franzi gehört haben. Da hat sich wirklich etwas gewandelt. Und Frau Rössner, Sie sind in der Politik, die das inzwischen auch festgestellt hat. Meine ich festzustellen oder liege ich da falsch? Nein, ich glaube, es gibt schon viele in der Politik, die das auch schon seit lange festgestellt haben und die das auch moniert haben, dass es gerade beim Öffentlich-Rechtlichen, das ist ja etwas, was die Politik vor allen Dingen mitbestimmt und mit beeinflusst, kein Angebot für Jugendliche gibt. Das war zu unserer Zeit oder zu meiner Zeit, ich bin ja ein bisschen älter als Sie, war das noch anders. Da gab es Jugendangebote, Jugend-Talkshows zum Beispiel. Ich habe selber für eine gearbeitet vor etlichen Jahren. Für welche haben Sie gearbeitet? Live aus dem Schlachthof. Ah ja, das war eine Talkshow für Jugendliche, die sich mit Themen befasst hat, die sonst im normalen Programm nicht stattgefunden hat. Und daran hat man eben auch gesehen, dass es ein Bedürfnis gibt. Und leider ist das die vergangenen Jahre aus den Augen verloren gegangen. Es gibt den Kinderkanal, um die Kinder hat man sich gekümmert, aber gerade die Jugendlichen, die wurden dann nicht angesprochen. Und deshalb gibt es schon seit langem die Forderung, einen Jugendkanal zu machen, ein öffentlich-rechtliches Angebot. Und jetzt haben die Ministerpräsidenten und die Rundfunkkommission beschlossen, es soll ein Angebot geben, aber eben nicht klassisch linear, sondern eben mit den neuen Möglichkeiten, die da sind. Herr Kerkau, Sie forschen und untersuchen das Medienverhalten der Jugendlichen. War das die richtige Entscheidung? Ja. Die Entscheidung ist goldrichtig, aber viel zu spät. Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht. Der ein oder andere Zug ist, sagen wir mal schon, hat den Bahnhof schon verlassen, würde ich sagen. Ich befasse mich ja beruflich damit, was also Menschen tun mit den Medien, ja, und gucke mir dann immer an, was haben die so gestern gemacht und was werden die vielleicht morgen machen. Und was so die Mediennutzung gerade der jüngeren Zielgruppen angeht, ist ja auch kein Geheimnis. Da ist das Fernsehen zwar noch auf Nummer 1, ja, das muss man auch sagen, in der Nutzung, aber YouTube spielt schon eine ganz wichtige Rolle, und bei den unter 18-Jährigen kommt jetzt Snapchat, ja, also Nutzung gestern, Snapchat 29%, das muss man sich mal vorstellen, das sind also schon richtig, richtig große Zahlen. Sie haben es ganz richtig gesagt, die Jugend wurde ein bisschen vergessen. Es gibt also den Kinderkanal, dann gibt es also eine große Lücke, und dann gibt es noch die dritten Programme, die sich irgendwie um Regionen kümmern. Und die Frage habe ich mir schon immer gestellt, ist es nicht sinnvoller, sich um Generationen als um Regionen zu kümmern, oder ist da nicht, hat da vielleicht die ARD, ZDF irgendwas falsch gemacht oder falsch geplant? Das finde ich jedenfalls einen guten Ansatz, und ich finde es auch gut, dass sich gekümmert wird um die Jugendlichen, auch öffentlich-rechtlich. Aber ich glaube, dass dieses Angebot deutlich zu spät kommt. Das wird es jetzt sehr, sehr schwer haben, gegen das etablierte Verhalten, was wir jetzt haben, in den jungen Zielgruppen, sich auch nochmal durchzusetzen. Also über das Regionale vielleicht hat ja auch durchaus einen Sinn, weil wer berichtet sonst möglicherweise über Landespolitik oder regionale Fragen? Das ist also eines, was sicherlich wichtig ist, aber die Frage der Generation ist, glaube ich, essentiell, gerade für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich glaube, viele haben ja in Frage gestellt, der Beitrag, also die GEZ-Gebühr wurde ja umgestellt. Warum soll ich das eigentlich zahlen, wenn für mich nicht wirklich ein Angebot dabei ist? Und der Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen ist, alle Zielgruppen anzusprechen, für alle ein Programm zu machen. Und deshalb ist es notwendig, dass das jetzt auf die Schiene kommt. Auch wenn es möglicherweise zu spät ist. Aber ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben, wenn es ein pfiffig gemachtes Programm ist und wenn es auffindbar ist auf diesen ganzen Plattformen, ich glaube, dann kann dieses Programm sich auch durchsetzen. Gut, es wird ja gerne gesagt, lieber zu spät als nie.
Zum Beispiel. So, Franzi, du bist Redakteurin beim UFA-Lab, die sich ja mit Formaten für die junge Zielgruppe sehr intensiv beschäftigen. Ist es zu spät? Haben die Öffentlich-Rechtlichen eine Chance, noch die junge Generation zu erreichen? Oder sind sie so weit abgewandert, dass sie nur noch Le Floyd, Bibis Beauty Palace und andere sehen? Das sage ich mal, hoffe ich nicht. Für alle Beteiligten natürlich. Ich habe das live angeschaut, diese Entscheidung, dass das jetzt kommt, das Jugendangebot, weil ich fand das so aufregend, weil wir irgendwie, ich mache das jetzt auch nicht, also ich war vorher bei Galileo und ich mache jetzt schon ganz lange jugendspezifische Angebote und fand das so cool, dass jetzt irgendwie was passiert. Und dann kriegt man so diese ganze Diskussion darum mit und kriegt so mit, was machen wir jetzt, mit wem sprechen wir und welche Formate. Und ich glaube, es wird coole Formate geben, aber ich glaube, die Grundfrage ist nach wie vor nicht, ob sie was Cooles machen werden, sondern wie sie es machen, ja, wie man es einbindet. Ich glaube, dass es kommt und dass mit allen YouTubern gesprochen wird und dass alle im Blick haben, dass es jetzt diese ganzen Apps gibt und so. Ich glaube, das ist allen auch klar. Also selbst dem Gremium an Ministerpräsidenten, die darüber entschieden haben, das jetzt zu machen. Ich glaube, eher die Frage ist, wie kann man es wirklich so umsetzen, dass man überhaupt eine Chance hat gegen diese riesige Vorflut an Sachen, die es ja schon gibt. Also die Aufgabe wird es sein, das zu bündeln. Das habe ich vorhin, glaube ich, auch schon kurz gesagt. Es gibt halt jetzt immer ein YouTube oder ein Facebook oder ein Snapchat, aber es gibt nicht etwas, was das bündelt, wo ich sage, oh cool, wenn ich was zu diesem Thema suche und ich würde mich gerne mal wirklich mit einem Thema auseinandersetzen, da geht es um, ob das politische Teilhabe ist oder irgendwas Cooleres, was mir jetzt gerade nicht spontan einfällt, dann gehe ich dahin. Cooleres. Zum Beispiel. Dann gehe ich dahin, weil es ist ganz klar, das gibt es und das ist lässig und das macht mir Spaß und das wäre zumindest mal ein Start. Wobei, Franzi, auch nochmal an dich, wenn ich mir den letzten Start eines Jugendprogramms angucke, das war ZDF Kultur, da fing das ja schon mit dem Namen an und wenn man sich die Produktionen angeguckt hat, dann dachte ich, hey, das ist ja wie als ich jung war, also es war aus den 80ern und ich frage mich immer, sind da bei den Sendern die Leute, weil der Vorteil im Netz ist ja, wenn ich das richtig sehe, da sind junge Leute, die für junge Leute Programm machen. Und immer wenn, ich sag mal, da sind natürlich auch junge Leute im Sender, aber wenn Redakteure vielleicht etwas zu verkopft sind, frage ich mich, kriegen die etwas hin, was die Jugend erreicht? Also grundsätzlich bin ich ja ganz bewusst nicht bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, deswegen ich weiß es nicht, wie die also, okay, denken. Ich weiß es nicht, ich stecke nicht drin. Deswegen kann ich natürlich nur von meiner Warte aus sprechen und wir machen ja sozusagen die Programme, die halt netzaffin sind, die funktionieren. Also sozusagen, klar arbeiten wir viel mit YouTubern, aber ich mache auch News-Shows, ich mache auch Wissensthemen, ich arbeite mit YouTubern zusammen, die halt da Bock drauf haben. Das wäre jetzt für mich natürlich auch total lustig, das mal mit Leuten zu machen, die eine Ausbildung haben. Was wir aktuell auch viel machen, ist redaktionelle Unterstützung bieten. Das muss man sich ja auch mal überlegen. Ja. Also ich finde, das ist auch eine Frage des Wies, dass man mal darüber spricht, wer unterstützt diese. Es gibt riesige Anforderungen an Leute wie Le Floyd oder Dark Victory. Die alle wollen immer, die sollen jetzt alles können. Die können nicht nur malen, die können auch zeichnen und die können auch noch Videos drehen und die können auch noch Reichweite haben. Aber sozusagen, dann sollen sie bitte auch noch ein Thema machen und das soll auch noch bitter gesellschaftsrelevant sein. Das soll sich bitte auch noch, wenn möglich, mit Politik beschäftigen. Und wenn sie dann irgendwas sagen und das ist falsch, dann kommt das große, naja. Also ich meine, die haben ja keine Ahnung. Und das finde ich schon schwierig. Man muss auch überlegen, wie kriegt man sozusagen diesen Spagat besser hin, dass man sagt, cool, auf der einen Seite gibt es die Leute, die Reichweite haben, dann gibt es vielleicht auch einen immer größer wachsenden Kreis an Leuten, die haben Reichweite, die haben aber auch Bock, sich weiterzuentwickeln. Die wollen nicht Journalisten werden, aber die wollen was anderes werden oder Themen machen. Und wer hilft denen eigentlich? Und wer sagt denen, es gibt den Weg, es gibt den Weg, es gibt das zu machen? Das fände ich mal einen ziemlich guten Ansatz. Frau Rössner, Sie haben einen Blick, der sagt, der sagt mir, ich weiß, die kriegen das hin. Ja, also ich glaube nicht, dass man sagen muss, Kinderfernsehen funktioniert nur, wenn Kinder für Kinder Fernsehen machen zum Beispiel. Diese Diskussion hatten wir lange, was den Kinderkanal betrifft. Aber man muss natürlich einen engen Kontakt zu der Zielgruppe haben und deshalb ist es sicherlich nicht hilfreich, wenn dann 50- oder 60-jährige Redakteure das Programm machen, sondern ein junges Team. Und dann vor allen Dingen, welche Beteiligungsmöglichkeiten man eröffnet. Also diese Diskussion haben wir zum Beispiel, ich habe auch bei Logo gearbeitet, bei den Kindernachrichten. Das Sie waren ja überall. Wirklich, nee, überall nicht, aber ich habe mit Leidenschaft Kinder- und Jugendprogramm gemacht. Ja.
aber ich bin jetzt schon eine Weile draußen und kenne aber die Diskussion von damals. Soweit ich weiß, gibt es da die Überlegungen, genau auf diese Leute auch zuzugehen und zu sagen, gibt es da eine Möglichkeit der Kooperation? Oder soll es zum Beispiel auch so einen Lab geben, einen Kreativlab, wo man einfach Sachen auch mal ausprobieren kann? Weil das ist, glaube ich, wichtig. Das ist auch in der Vergangenheit ein bisschen vielleicht nicht ganz so glücklich verfolgt worden. Das war ja die Idee bei NEO zum Beispiel, dass man sagt, NEO ist ein neues Programm, das ist so ein bisschen Lab, hat Lab-Funktion, wir können da mal einiges probieren und dann, wenn die Formate auch gut ankommen, dann überführen wir die in das Vollprogramm. Das hat so leider nicht funktioniert oder nur ganz, ganz marginal vielleicht. Aber es zeigt ja schon, dass da auch Bewegung drin ist. Also NEO hat ja auch zum Teil tolle Programme. Und wenn man zum Beispiel Jan Böhmermann mal anguckt, der mit seiner Aktion ja auch unheimlich viel Reichweite bekommen hat, was den Stinkefinger angeht, da denke ich, ist es wichtig, mit den richtigen Mitteln, mit den richtigen Leuten eine gute Ansprache zu bekommen. Okay, Herr Kakao. Was sagen Sie? Sie haben gesagt, es ist zu spät. Ja. Haben die eine Chance, noch irgendwie die Kurve zu kriegen oder wird das nichts mehr? Also ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die nochmal wichtig sind. Das eine ist, man geht also ins Netz, dann ist man also auch in einem Netz. Ja? Und ein TV-Sender, ja, der sendet. Ja. Und man kann jetzt in so ein Netz schlecht senden, also das funktioniert halt nicht. Also heute, das hat ja jeder gesagt auf jedem Panel hier, wenn man zum Beispiel YouTuber erfolgreich sein will, dann kann man nicht einfach einen Kanal aufmachen und sagen, ich habe jetzt einen Kanal und dann hole ich mir ein paar Leute rauf und dann läuft das, sondern es müssen Leute sein, die authentisch mal irgendwas vorgelegt haben, die also eine Fanbase haben, die irgendwie kommunizieren. Ja, es ist also viel sozialer eigentlich, als das Fernsehen jemals war. Und dieser Netzgedanke, glaube ich, der ist einfach nicht so tief verwurzelt. Und das können auch Fernsehsender eigentlich, sagen wir mal so, in dem klassischen Fernsehsenderbereich kann man das einfach nicht so gut, weil das Verständnis dafür fehlt und auch die Fähigkeit dazu fehlt, das aufzubauen. Und deswegen bedient man sich ja auch in den Multi-Channel-Networks gerne diesen Leuten, die schon mal was haben, die authentisch sind und baut die auf. So, so ist ja die Konstruktion eigentlich. Ja? Und jetzt kann man schlecht dahergehen und sagen, okay, ich stopfe mal was drauf. Ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, man muss unterscheiden die Formate. Also es gibt einmal die kurzen Formate und die langen Formate. Und was wir sehen ist, was auf YouTube gut funktioniert, sind ja die kurzen Formate. Ja? Wenn wir also gucken, Mediennutzung gestern, ja, nach Zeit, ja, dann ist Fernsehsender, hat 90% und alles andere krepelt so bei 5-6%. Also es wird nicht in dem Maße, wird sozusagen im Internet werden die Longforms genutzt, es sei denn, man hat das jetzt bei Amazon zum Beispiel oder bei Sky zum Beispiel, viele unter 18-Jährige haben ja Zugang zu Sky über die Eltern, ja, das darf man auch nicht vergessen, haben Zugang zu Amazon, zu Netflix, zu allem, was Geld kostet und Spaß macht. Das endet dann mit 18, 19, 20, manchmal abrupt, ja, das sehen wir dann auch so. In der Altersgruppe werden dann andere Dinge wieder benutzt. Aber das ist halt so die zweite Geschichte, wenn man also jetzt dahergeht und sagt, okay, wir gehen jetzt ins Netz, ja, und machen jetzt Fernsehsender im Netz und fangen also an, lange Formate zu machen, dann kommt man in eine Konkurrenzsituation natürlich mit ganz anderen Playern wieder. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein Problem, was schwierig wird fürs ZDF, für ARD, für den Jugendkanal. Und da sind so, die Claims verteilen sich ja gerade. Ja? Und deswegen sage ich, man ist ein bisschen spät. Also ja, Amazon, Netflix, ja, all das ist. Wenn man mal ehrlich startet, ist, ja, muss man auch sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen natürlich auch ganz schön in der Bredouille waren. Die wollten ja viel schneller, viel mehr im Netz machen und haben dann große Beschränkungen auch bekommen. Das ist ja so ein Befreiungsschlag, ja, zu sagen, wir machen jetzt ein Angebot für Jugendliche nur online, also das ist ja kein linearer Kanal mehr und das ist nicht einfach gewesen. Ja? Die Öffentlich-Rechtlichen hätten das, glaube ich, viel lieber, viel früher und viel intensiver betrieben. Und das ist etwas, was mit den Konkurrenten natürlich zu tun hat. Und die Frage, wie nutzen wir zukünftig auch öffentlich-rechtliche Angebote, das merken wir ja jetzt schon auch in unserer Generation. Wann gucke ich um 8 Uhr die Tagesschau? Ne? Wann gucke ich die hinterher in der Mediathek? Ne? Also wir nutzen ja schon ganz anders. Und wichtig ist, dass es ein öffentlich-rechtliches Programm gibt. Es gibt den Funktionsauftrag und der soll erfüllt werden. Und der hat ja auch seine Berechtigung. Und die Nutzung oder die Distribution letztlich, das muss sich natürlich anpassen an die Sehgewohnheiten, an die technischen Möglichkeiten.
Ich möchte mal, Sie kennen das schon aus dem Vorgespräch, eine provokante Frage stellen. Wäre es denn eigentlich, wir haben in der, im Netz eine Demokratisierung der Medien. Im Grunde nimmt diese große Menge an Produzenten das, was die Öffentlich-Rechtlichen übernehmen, natürlich in aller Bandbreite mit allen Problemen, die damit auch verbunden sind. Aber wir haben eine Demokratisierung der Medien und das, was die Öffentlich-Rechtlichen garantieren sollen, Meinungsvielfalt, findet alles statt. Ja, wäre es dann nicht eigentlich das Richtige zu sagen, hey, wir können das gar nicht, wir unterstützen nur dieses, wir machen gar kein Programm, sondern wir unterstützen nur dieses Ökosystem, machen eben nur solche Labs, wo unterstützt werden, machen es wie UFA, geben den Redakteure an die Seite und so weiter und so fort, unterstützen die, die sowieso schon Reichweite haben, weil dann haben wir ja die Reichweite schon, als sich selber zu bemühen, das ganze Geld reinzustecken und das von null wieder anzufangen. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks basiert auf dem Funktionsauftrag und dafür wird das Geld zur Verfügung gestellt und nicht, um irgendwelche anderen privaten oder andere Projekte zu unterstützen. Dass es Kooperationsmöglichkeiten gibt, ist möglich, aber die Frage ist immer, gibt es eine redaktionelle Aufsicht beispielsweise, gibt es eine Redaktion, die da betreut? Und die Frage, ob jetzt jemand wie Le Floyd oder andere sich von außen da reinreden lassen, da habe ich meine großen Zweifel. Ja? Und die Frage, wie der Auftrag bestens erfüllt wird, darüber kann man immer streiten, aber dafür ist eine Aufsicht da und dafür ist das auch ein gerechtfertigtes System. Also das ist so ein bisschen schwierig. Ich denke, gerade die Macher, die das Online-Angebot auf den Weg bringen wollen, die sind da sehr offen und wollen da auch viel ausprobieren. Aber es muss natürlich letztlich mit dem Rundfunkstaatsvertrag übereinstimmen und da kann der Öffentlich-Rechtliche sich nicht einfach an irgendwelche anderen Plattformen ranhängen, sondern das muss halt immer eingebunden sein in den Funktionsauftrag. Gut, aber die Politik könnte ja einen Vertrag auch ändern. Aber ja. Franzi, du hast auch den Kopf geschüttelt. Ja, ich glaube nicht, dass das der Sinn ist, weil ich glaube nicht, dass, also ich meine, wer sonst in der Welt leistet sich überhaupt noch so ein System wie ARD, ZDF? Es gibt nicht so viele. Wir haben da ja eigentlich eine ganz wunderbare Grundsituation, um zu sagen, genial, wir haben so viel Geld oder Geld, um guten Content zu machen. Das gibt es ja sonst nirgendwo. Also es gibt noch die BBC in England, sonst fällt mir jetzt nicht so viel ein. Ja, da ist nicht privatisiert, ne? Programm gibt's in vielen Ländern, aber so in dieser Struktur, in der wir leben, da gibt es viel guten Content, der zu produzieren ist. Und warum, das, da verstehe ich dann auch Ihre Aussage, warum muss ich jetzt die ARD oder das ZDF dem Algorithmus von YouTube zum Beispiel unterwerfen oder dem von Snapchat? Das ist ein ganz weites Feld. Oder, nee, aber das ist ja wirklich die Frage, sozusagen, wollen wir einen Raum schaffen, in dem es sozusagen demokratisierend möglich ist, guten Content zu produzieren, weil man sagt, es gibt das Geld, es ist staatlich, es ist gebührenfinanziert und wir wollen damit nur guten Content machen, der natürlich im Auge des Betrachters liegt, oder wollen wir das Geld an ganz viele verschiedene Player geben, von denen wir gar nicht wissen, ob das die Player von morgen sind, weil natürlich sind wir jetzt alle auf YouTube, aber so wie vor 2 Jahren alle auf YouTube gegangen sind, gehen jetzt YouTuber teilweise zumindest in den Staaten schon ganz, ganz woanders hin. Und die Frage ist nur, wird es nächstes Jahr Facebook das neue YouTube sein? Oder machen alle Leute nur noch Snapchat, die irgendwie sagen, es ist viel kleiner und süßer? Oder gibt es schon eigentlich was ganz anderes, was mir jetzt gerade nicht einfällt? Also ich finde es viel stärker zu sagen, wir setzen auf gute Inhalte, die wir auch selber produzieren und wo wir auch die Kontrolle noch mit drüber haben, dass diese Inhalte auch gut produziert werden, anstatt uns irgendwelchen Algorithmen zu unterwerfen. Man muss nur die Möglichkeiten sehen, die anderen Plattformen auch geben. Man muss da auch aktiv sein, man muss halt alle Player bespielen, aber man muss auch selber ein Player sein und nicht andere Player finanzieren. Obwohl, das ist übrigens auch nicht die Frage der Länge. Ne? Ich glaube, man kann auch in kurzer Zeit eine gute Einordnung geben. Aber wenn ich manche YouTube-Videos angucke, die erklärend sind oder die irgendwelche Informationen mir geben, die sind zum Teil auch manchmal eine halbe Stunde lang. Ne? Das guckt man sich auch an oder man schaltet halt wieder ab, wenn es einen nicht interessiert. Ja. Die Möglichkeit hat man ja immer. Deshalb glaube ich nicht, dass das eine Frage der Länge ist, sondern es ist eine Frage von, wie gut ist das Programm gemacht, welche Inhalte sind damit verknüpft, welche Inhalte werden transportiert, die vielleicht auch woanders überhaupt gar keine Rolle spielen. Das kann ja auch sein. Und wenn das öffentlich-rechtliche Angebot damit eine Marke schafft, ja, und eine Verlässlichkeit, weil ich glaube, gerade im Netz, und das sehen wir bei der älteren Generation, aber auch bei der Jungen, ist ja schon die Frage, wo bekomme ich meine verlässlichen Informationen, wo kann ich mich auch darauf verlassen? Das hat ja auch ganz viel mit Medienkompetenz zu tun. Kann ich zum Beispiel unterscheiden, ob damit irgendwas manipuliert werden soll oder ich vielleicht manipuliert werden soll, kann ja alles passieren.
Und da hat der Öffentlich-Rechtliche immerhin die Möglichkeit, doch ein Programm zu machen, das eben nicht so geleitet ist und nicht so gesteuert ist. Da werden wir auch gleich noch drauf kommen, auf dieses Thema. Was würden Sie denn empfehlen? Ich sag mal, eigenproduziertes Programm, was im Notfall im Zweifelsfall keiner sieht, oder lieber sich an Reichweiten? Also ich mache mal was ich eigentlich nicht darf als Forscher. Man nennt das Induktionsschluss. Ich schließe jetzt mal von mir aufs Allgemeine. Insofern mit großer Vorsicht zu genießen. Also ich gucke auf YouTube auch Sachen, die länger sind, und ziemlich oft finde ich auf YouTube Dokumentationen von Arte, von Dreisat. Genau. Die nutzen ja den Kanal inzwischen auch. Genau, und die finde ich nicht im linearen Fernsehen, die finde ich auch nicht in den Mediatheken, sondern die finde ich dann auf YouTube. Also es ist oftmals eine Frage auch der Auffindbarkeit. Das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und insofern bin ich der Typ, der halt auch die langen Formate guckt, ja, aber die, sagen wir, unter 25-Jährigen, unter 18-Jährigen, wir sehen das in den Messungen, ja, die gucken 200 Minuten Fernsehen auch, ja, am Tag, aber YouTube ist kürzer, ja, deutlich kürzer. Insofern lässt es für uns keinen anderen Schluss zu, dass sie Kurzformate bevorzugen, ja. Aber ich will auch noch mal eine andere Geschichte, vielleicht ein bisschen jetzt vom Öffentlich-Rechtlichen weg, zu generellen Themen. Und zwar haben wir ja auch in vielen Diskussionen heute gehört, Event ist so, also Event-Charakter, das ist so ein Punkt, ja, der halt sehr wichtig ist für Fernsehen, der nochmal auch fürs lineare Fernsehen Zuschauer bündelt, Aufmerksamkeit bündelt, weil man sagen kann, okay, das Fußballspiel fängt an, dann sind die Leute da, sie wissen, jetzt geht's los. Habe ich gestern gelesen, ging ein bisschen durch die Presse, diese Twitter-App Periscope, ich weiß nicht, ob die bekannt ist, kennt jemand Periscope von Twitter? Vielleicht kurzes Handzeichen, ja, viele Leute kennen das schon. Also ganz kurz erklärt, man hält sein Handy irgendwo hin und hat einen Livestream quasi ins Internet, und andere Leute können sich da einloggen und dann zuschauen. Hat es also einen großen Boxkampf gegeben. Das Online-Ticket hat irgendwie um die 100 Dollar gekostet. Wurde vertrieben, glaube ich, von HBO, bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, kann man sich also einloggen, den Stream dann anschauen. Und das gab technische Probleme oder weiß auch nicht warum, aber jedenfalls lief das dann sehr gut über diese App, weil viele Leute dann im Publikum gesessen haben und das live gestreamt haben, und bis zu 10.000 parallele Streams sind dann also abgerufen worden. Ja, muss man jetzt mal 100 Dollar rechnen, da kommt was zusammen. Obwohl Twitter versucht hat, das zu unterbinden, das haben die aber nicht geschafft, ja, weil das zu viel war. Und das wird auch nochmal so ein gewisses Problem aufwerfen in dem Moment, ja, noch ist das relativ unbekannt, aber in dem Moment, wo solche Sachen sich ein bisschen durchsetzen, jeder das auf seinem Handy hat, und dann sitze ich im Stadion und gucke mir das Topspiel an. Ja. Wer will das verhindern? Ja. Also das verändert dann auch nochmal die Nutzung gewaltig. Ja. Und das ist dann einfach technisch getrieben, wo es einfach das, was jetzt nochmal so ein Asset ist für das Fernsehen, dieser Event-Charakter, wo man sich auch damit auseinandersetzen muss, wie geht man mit solchen Dingen um. Ja? Es ist dann halt nicht immer die Qualität, ja, weil die Qualität ist schlecht, ja? Aber es gibt trotzdem einen Grund, sowas zu nutzen. Ja. Wobei, das wäre ja toll, dann würde das Fernsehen viel weniger in Sportübertragungen investieren, gerade das Öffentlich-Rechtliche, sondern mehr in seinen Auftrag. Das wäre ja dann vor, könnte man das Budget für den Jugendkanal erhöhen. Ja. reichen denn die 45 Millionen, um da die Frage, weil ich finde es für einen Fernsehkanal, der es ja mal sein sollte, es soll ja wirklich so viel Programm produziert werden, dass es eigentlich einen Kanal füttern würde, reichen 45 Millionen da überhaupt? Schwer zu sagen, also Sie ich denke, die das sollen... Doch. Sie wissen, dass es nicht reicht. Hand aufs Herz. Naja, mehr wär sicher besser. Danke. Aber die Produktion ist ja insgesamt auch schon ein bisschen billiger geworden, und dann letztlich ist die Frage, was man draus macht. Ja? Ja. Und sollen sie mal an den Start gehen, und wenn sie dann merken, dass sie möglicherweise doch mehr brauchen, dann denke ich, kann man darüber ja diskutieren, dann ja, kann man das bei der KEF anmelden, und dann haben wir die Diskussion innerhalb der ARD, ja, und der ZDF, und dann gucken wir mal, wie es ja weitergeht. Also ja, ich würde das... Ja. Ich denke, es ist wichtig, dass es jetzt an den Start geht, und das ist ein Grundstock, mit dem kann man erstmal loslegen, und gekürzt dann hoffen wir, dass später es gut ist. Nee, vielleicht auch erweitert. Nein, wenn es erfolgreich ja ist, warum Stock nicht? Ja, ja, ich glaube, wenn man wirklich merkt, dass man damit eine große Zielgruppe erreicht, dass man auch wirklich gute Inhalte produziert, die
ja nochmal andere Einordnungen geben, andere Informationen, vielleicht ein bisschen mehr Hintergründe liefern. Warum nicht dann da noch mehr reingehen? Ja. Ich habe nochmal eine Frage dazu, vielleicht direkt, wenn ich kurz darf. Was, angenommen, man kann also dort Videos nehmen und kann die also auch in soziale Netzwerke posten und solche Dinge, die man heute so macht, tun, auf Facebook, auf YouTube, auf welche Portale auch immer. Und Sie merken, das läuft da Faktor 10 besser, was ich glaube, was so sein wird, wenn es die Möglichkeit gibt. Dann haben Sie doch genau wieder diese Inhalte dort und haben Sie dann da Probleme mit? Oder, Nein, ich glaube, die Idee ist ja, dass man sagt, man hat eine Webseite, die sozusagen verlässlich ist, aber dass man dann auf die Plattformen geht, die gerade aktuell sind, ja, um genau dort auch auffindbar zu sein. Und das ist, glaube ich, auch richtig. Und die Idee, die Smartphone-Generation da stärker zu berücksichtigen, ist, glaube ich, auch der Gedanke dabei. Also es ist ja viel sprunghafter, es ist ja nicht so verlässlich. Man hat halt sozusagen die Plattform als Base und alle anderen Plattformen werden mitgenutzt. Und das ist ja, wenn ich dran denke, wie das damals war, als ich noch beim Öffentlich-Rechtlichen war, etwas mühsam. Am Anfang tauchten irgendwelche Sachen auf YouTube auf, das war dann irgendwie nicht erlaubt, ja. Irgendwann hatten Redaktionen zum Teil selbst einen YouTube-Kanal oder haben selbst eingespielt. Also die Bewegung ist ja da, um zu gucken, ja, wie, ich will ja, dass meine Beiträge gesehen werden. Ich will ja, dass ich viele Leute erreiche. Und deshalb ist das Interesse da, glaube ich, groß, auf den unterschiedlichen Plattformen dann auch da zu sein. Ich will noch mal auf ein wichtiges Thema kommen, das schon des Öfteren angeklungen ist. Wir haben ja hier, das Thema ist ja flüchtige Jugend. Und sucht sie sich ihr Programm selbst oder versagt der Markt? Dagegen soll der ARD-ZDF-Jugendkanal ein Gegengewicht bilden mit qualitativ hochwertigem Programm. Aber wir haben ja das Phänomen, dass Jugendliche auf ein sehr breites Spektrum zugreifen können. Und genau der Punkt ist ja, manches ist wahr, manches ist nicht wahr und es ist schwer zu unterscheiden im Internet. Sie haben eine Rede gehalten im Bundestag, da ging es um Medienkompetenz. Und eigentlich wird ja schon aller spätestens, seit die Privatsender gestartet sind, gefordert, wir brauchen Medienkompetenz. Wir brauchen Unterricht, in dem der Umgang mit Medien den Jugendlichen beigebracht wird. Und jetzt, wo das Internet ja schon eine gewisse Weile da ist, gibt es den aber immer noch nicht. Und alle beschweren sich darüber, dass die Jugend mit Facebook und Co. allein gelassen wird. Warum gibt es sowas immer noch nicht? Und ist das nicht dringend notwendig und noch viel nötiger als ein ARD-ZDF-Jugendkanal? Ich glaube, die Denke ist falsch. Wenn Sie jetzt schon sagen, beibringen, ja, ist das, glaube ich, schon das Falsche. Das ist ja ein Erwerb. Und zwar über alle Jahre hinweg, durch alle Schulfächer im Grunde auch. Ja. Medienkompetenz muss ich durch alles durchziehen. Weil wenn ich daran denke, meine Töchter, die sind jetzt im jugendlichen Alter, aber die haben angefangen in der Grundschule, kriegten die Aufgabe, schreibt mal ein Referat und recherchiert im Internet. Ne? Und dann wurde nicht gesagt, wie verlässlich ist eigentlich eine Quelle? Was darfst du eigentlich machen? Ja. Kannst du einfach irgendwas kopieren oder nicht? Ne? Manche haben es sich einfach gemacht, haben irgendwelche Texte aus dem Internet genommen und haben die dann eins zu eins als eigenes Referat vorgetragen. Das sind ja alles Dinge, die, glaube ich, im alltäglichen Umgang immer wieder thematisiert werden müssen, weil das ist das, womit wir heute leben und das Gut. ist essentiell also, wichtig. Da würden Sie behaupten, alle Jugendlichen, Entschuldigung, ich jetzt mal hier, dass ich meine Rolle verlasse, kennen die Privatsphäre-Einstellungen von Facebook und die kriegen Sie in Deutsch beigebracht. Nein. Oder Sie wissen, wie Sie manipuliert werden durch Filme. Wo lerne ich denn Filmsprache? Wo kriege ich beigebracht, wie Filme einen manipulieren, in welchem Fach? Nein, ich finde das... Ja, das ist zum Beispiel etwas, wenn in Deutschunterricht ein Artikel geschrieben wird, kann man genauso gut einen Film produzieren oder anderes. Ja, wenn ich, aber das macht kein Deutschlehrer, das kann ja auch kein Deutschlehrer. Ja, deshalb ist es ja wichtig, dass die das genau... Okay, dass die das mal lernen. Ja, okay. die brauchen das natürlich in ihrer Ausbildung, das ist völlig klar. Und wir haben ja jetzt eine wachsende Lehrergeneration, die auch nochmal ganz anders damit groß geworden ist und ich hoffe, dass es dann zum Alltäglichen gehört, dass jeder weiß, wie er damit umzugehen hat und sich da auch auf dem Laufenden hält. Das ist die Verantwortung natürlich auch der Lehrerinnen und Lehrer, das ist die Verantwortung der Ausbilder, das ist die Verantwortung der Eltern, letztlich ist da jeder mit dabei und muss da auch ständig das Gespräch führen. Ich habe das mit meinen Kindern auch gemacht, das ist mühsam, ja, und ich habe tatsächlich, als meine Kinder noch klein waren,
abgeschaltet, weil ich nicht wollte, dass sie nach 11 Uhr noch rumsurfen. Ja, weil irgendwann ist dann auch mal Zeit, schlafen zu gehen. Mhm. Und so wie man früher halt gerne um 7 Uhr den Kindern den Fernseher abgeschaltet hat, weil das Sandmännchen dann gesagt hat, jetzt ist aus. Ja, ist heute ja die Begrenzung nicht mehr da. Und deshalb muss ich das auch eben lernen, auch mal abschalten, auch mal runterfahren. Und ich weiß, dass das Jugendliche heute ungerne tun und auch nicht wollen, aber ich weiß auch, dass es Jugendliche gibt, die immer mal sagen, nee, mir ist das jetzt gerade zu viel, es stresst mich auch alles, ja, diese sozialen Kontakte, die ich da habe und dauernd antworten zu müssen, dauernd neue Nachrichten und die legen auch das Handy dann schon mal eine Stunde oder zwei Stunden weg und sind dann nicht online. Gut. Was ist dein Eindruck, Franzi, als jemand, der Inhalte produziert, sind die Zuschauer schon kompetent? Nein. Also, es tut mir wirklich leid. Weder die Lehrer noch die Teenager noch die Eltern sind in meinen Augen im Moment an dem Punkt, dass man sagt, wir fühlen uns da safe, wir wissen, wie es geht, weil es auch keiner wissen kann, weil auch jeden Tag was Neues passiert. Und ich finde, da müssen aber alle in die Verantwortung genommen werden. Da muss ein öffentlich-rechtlicher Sender wie ARD und ZDF müssen eine Marke werden, der man glaubt, der man auch gerne glaubt, wenn man sagt, wenn ich da hingehe, dann verstehe ich das. Da müssen Lehrer so ausgebildet werden, da kann man, finde ich, nämlich auch nicht davon ausgehen, dass diese nachwachsende Generation, ich erlebe das ja mal. Nein, dann haben Sie mich falsch verstanden. Ich finde, das ist Voraussetzung, wenn ich Lehrer werde, dass ich da eine richtige Ausbildung bekomme, dass das auch in der Ausbildung, absolut, im Studium ein fester Bestandteil ist, weil das wird heute immer noch nicht gemacht. Das fordern wir seit Ewigkeiten. Ja? Genau. Das ist Grundvoraussetzung. Aber und ich meine, Sexualkunde gibt es. Warum gibt es nicht eine Medienkunde mal, zumindest in einem Sonderblock oder sowas? Weil überlegen wir mal, wie lange es gedauert hat, bis das mit der Sexualkunde auch wirklich im Lehrplan war. Naja, also give a time. Ich hatte die schon und ich bin, glaube ich, der Älteste hier. Gab es aber nicht überall. Ja. Okay, gut. Also, wie gesagt, nur um das nochmal kurz das Ende zu führen. Aber, ja. Das müssen halt alle machen. Also die Lehrer, klar, ne, von denen wird immer viel erwartet. Ich habe am Montag, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, Hart aber fair, mit Mr. Wissen to go, auch so ein YouTuber zum Thema Schule und wie sich Schule mit Wissen und YouTube auseinandersetzen soll. Und da fielen auch so Aussagen wie, ja, in der Schule können wir es nicht machen. Wir haben schon genug und Lehrer machen das nicht. Und der Kanon ist voll und das reicht auch. Und dann denke ich mir auch, ja, aber so ist ja auch die Mentalität, muss man ganz ehrlich sagen. Auch so war es ja jahrelang im Fernsehen auch. Die übernehmen ja auch nicht öffentlich-rechtliche Verantwortung für einen Bildungsauftrag, den sie ja de facto haben, sondern alle schreien Hurra, es gibt jetzt YouTuber, wir setzen uns drauf, anstatt sich darauf zu konzentrieren, selber eine eigene Marke zu entwickeln. Und um das darauf noch kurz zurückzukommen, was Sie gerade gesagt haben, da ging es ja um, dass ja die langen Inhalte auf YouTube auch vorhanden sind, von Dreisat und so weiter. Jaha, aber die Sachen, die wirklich gute Klickzahlen haben, sind immer die, wo das sind die RIP-Kopien, das sind die, wo man sagt, oh cool, das hat irgendjemand wieder hochgeladen. ARD und ZDF selber produzieren kaum gute Klickzahlen. Und zwar, wenn es dann super läuft mit so einem Jan Böhmermann, der aber eine Marke ist in und für sich. Und da muss man dann wieder ansetzen. Ja gut, aber da sind wir wieder beim Rundfunkstaatsvertrag, wo ja verboten wird, länger als, da haben wir ja das Timecap, dass nach 7 Tagen der meiste Content wieder runter... Ja gut, das wollen wir ja abschaffen, da sind wir eigentlich bravo, auch einer Meinung. Bravo, sind wir alle bravo. Dran. Aber nochmal, ich glaube, so wie Schreiben und Rechnen eine Kernkompetenz ist, muss ich das durch alle Fächer durchziehen. Und da sind wir noch lange nicht. Aber Schreiben, das wird in Deutsch gelernt. Ja, gut. Filme machen, wo wird das gelernt? Also Filmsprache ist die wichtigste Sprache, die wir haben. Ja, die ist fast wichtiger als Deutsch. Ja, ich finde das total wichtig. Und wir haben zum Beispiel früher bei Logo häufig solche Sachen gemacht, dass wir Medienkompetenz, wie soll man sagen, dass man darauf hingewiesen hat, ne, welche Einstellungen man haben kann, also soweit das Fernsehen das eben möglich macht. Aber wir sind da noch nicht an dem Punkt, wo wir hin müssen, wo wir dringend hin müssen, weil die Angebote ja immer vielfältiger sind und die Auseinandersetzung oder das, was Jugendliche oder Kinder wissen müssen, wenn sie sich in diesem öffentlichen Raum bewegen, das ist halt dringend notwendig, dass das so in Fleisch und Blut übergeht. Aber wie sehen Sie die Situation als Forscher der jungen Generation? Ist die alleingelassen mit diesen neuen Medien und wird die da eben nicht betreut oder in den Urwald geschickt? Antworte ich gleich ganz kurz nochmal dazu.
Also was immer so ein bisschen durchklingt ist, man müsste den jungen Leuten sagen, was falsch und richtig ist. Nein, absolut nicht. Was konstant ist, ist der Wandel und es gibt sozusagen eine multiple Wahrheiten. Ja? Wir haben ja heute Konstruktivismus ist ja alles irgendwie selbst konstruiert. Ich glaube, das ist eigentlich die Aufgabe der Medienpädagogik, ist eigentlich das zu vermitteln, dass man, wie man mit diesen konkurrierenden Wahrheiten umgeht. Ja? Ja. Absolut. Aber nochmal zur Produktion. Ich glaube, dass heute Kinder und Jugendliche viel besser in der Lage sind, als zu meiner Kindheitszeit auch Produktion zu tun, also Produktion als medienpädagogische Aufgabe, einfach Medienproduktion mit einem Handy. Da steckt alles drin, da kann man Filme drehen, da kann man schneiden. Und die machen heute alle viel mehr. Ja? Früher, da musste man dann irgendwie so ein Super-8-Kamera von meinem Vater ausbauen, für ein Heidengeld so eine kleine Filmrolle kaufen, die zur Entwicklung bringen und dann mit so einem Dings da schneiden und kleben und so. Das macht man einmal und nie wieder. Was nicht bedeutet, dass die Medienpädagogik sozusagen weiter fortgeschritten wäre heute. Ja? Das will ich nicht sagen, weil nämlich die Welt sich auch verkompliziert in dem Bereich. Ja? Das heißt, die Entwicklung ist sozusagen, geht eins zu eins weiter, sie skaliert nur mehr. Ja? Die Kinder sind jetzt nicht dümmer oder schlauer oder haben mehr oder weniger Medienkompetenz, als das früher war. Nichtsdestotrotz ist natürlich jedes Plus da wünschenswert. Ja, da bin ich völlig bei Ihnen. Deshalb habe ich so meine Skepsis, wenn es heißt, irgendwie, wir machen dann einen Medienführerschein. Ja, es steht ja in manchen Landeskoalitionsverträgen oder so drin, ja, das ist das Ziel, einen Medienführerschein zu machen. Und dann stelle ich mir so vor, wie Kinder, die Fahrrad fahren lernen, dann haben sie einen Führerschein in der Hand und dann heißt es, jetzt könnt ihr das. Ja? Und diese Sicherheit, glaube ich, kann man eben nicht geben. Und deshalb ist es falsch, damit irgendwie so einen Abschluss zu machen, sondern eben, weil die technischen Möglichkeiten immer andere sind, weil es immer neu und komplizierter wird, ist es wichtig, dass es eben durchlaufend überall stattfindet und nicht einfach isoliert als, das ist jetzt Medienkompetenz und dann habt ihr es begriffen. Nein, aber ich glaube, man kriegt ja nach der Sexualkunde auch keinen Sexualkunde-Führerschein und glaubt, dass man dann immer guten Sex hat im Leben. Aber man kann es ja in allen Fächern machen. Wenn ich Erdkunde habe zum Beispiel, dann arbeite ich auch mit dem Netz und dann kann ich mich natürlich auch damit auseinandersetzen, ob die Quellen zum Beispiel, die ich da jetzt heranziehe, richtig sind oder falsch. Ja. Also ich denke, eigentlich muss das in jedem Fach thematisiert werden. Klar, aber ich sag mal so, das führt halt ganz schnell dazu, dass dann keiner mehr, man dann sagt, ihr seid alle dafür verantwortlich, und das heißt, es ist keiner dafür verantwortlich. Nee, man kann das festschreiben in die Lehrpläne, in jedes einzelne Fach. Und es gibt ja bestimmte Dinge, die man wirklich wissen muss, wie zum Beispiel, wie gehe ich mit meiner Privatsphäre um? Datenschutz ist wahnsinnig wichtig und das ist unabhängig von allen Plattformen. Ich muss nur wissen, das muss ich suchen, damit muss ich umgehen, da muss ich die richtige Einstellung treffen. Oder wie konsumiere ich Medium, wie analysiere ich, ob ich manipuliert oder ob versucht wird, mich zu manipulieren oder nicht. Früher gab es eine gewisse Garantie, dass ich sag mal, habe ich in der Zeitung gelesen, steht ja schwarz auf weiß da, stimmt. Das war aber auch natürlich schon ein Trugschluss und heute ist es ein noch größerer Trugschluss. Aber dazu müssen wir ja den Jugendlichen das beibringen, woran sie erkennen können, was Hinweise sind. Und das sind allgemeingültige Dinge, die werden sich nie ändern. Da kann man nicht sagen, das verändert sich ja immer. Bestimmte Gesetze gelten immer und die werden eben seit 30 Jahren schon nicht beigebracht. Ich habe es nicht gelernt und meine Töchter haben es auch nicht gelernt. Ich sehe da jetzt auch gar keinen Dissens zwischen uns. Nein, sehe ich auch nicht. Ich glaube, dass das total wichtig ist. Die Frage ist nur, wie diese Kompetenz möglichst früh und auch nachhaltig erworben werden kann und nicht beigebracht wird von jemandem, der weniger Ahnung hat. Ja, das ist natürlich, das ist auch ganz schlecht. Nein, aber ich glaube, wir sind uns in einem Punkt alle einig. Erstens, wir sind mehrere Punkte festgemacht. Gut, wir sind mit den ganz vielen Punkten sind wir uns einig. Auf jeden Fall sind wir alle sehr gespannt auf den ARD-ZDF-Jugendkanal. Wann geht der eigentlich online? Wissen Sie das? Soweit ich weiß, im Herbst. Na super, sind wir sehr gespannt. Und wir sind uns auch darin einig, wir brauchen mehr Medienkompetenz. Auf welchem Wege und wie da die nachwachsende Generation unterstützt wird, das müssen wir sehen. Aber da muss bald eine Lösung, glaube ich, gefunden werden. Da sind wir uns auch einig, oder? Super. Also, in trauter Einigkeit verabschieden wir uns auch aus dieser Runde. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Vielen Dank. Dankeschön.
Verzeihung, liebe Zuschauer, gerade hatten wir ein kleines Tonproblem. Jetzt haben wir Ton. Es geht nochmal von vorne los. Das war der Livestream der Media Convention auf der Republika 2015. Es war international, innovativ und facettenreich. Wir haben so viel gelernt über Cross-Promotion, Bewegtbildstrategien, YouTube-Karrieren und so vieles mehr. Wir sind alle gegen Vorratsdatenspeicherung und für PGP. Das war das Ende eines aufregenden Tages auf der Media Convention. Die Republika geht noch bis morgen Abend. Wenn Sie das Programm neugierig gemacht hat oder Sie noch ein bisschen twittern möchten, kommen Sie gerne noch vorbei. Ich verabschiede mich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und vielen Dank fürs Einschalten.